Ja, Leute, und was geht? Und wir machen natürlich gleich weiter mit Let's Play Skyrim. Wir werden natürlich jetzt ja zum Mirak-Tempel laufen. Ah ne, wir haben oder fertig, deswegen werde ich wohl laufen müssen. Ja. Wird ein langer Fußmarsch, glaube ich. Aber ein Fußmarsch, der sich lohnen wird, Leute. Aber ich mal, ich habe keine Ahnung. Was ist denn hinten? Eine Insel. Oh, das ist hübsch. Was ist denn da? Darf ich mitmachen? Darf ich mitmachen? Blau zuschlagen. Ach du Scheiße. Ey! Es ist doch mal. Umfänger. Dann mache ich ja gerade. Hau drauf, Junge, hau drauf! Yes, sehr gut! Und er wird verlieren. Arschloch. Das nehme ich mit und das nehme ich mit. Da ist natürlich noch nur Rüstung. Ist die Brau. Jetzt Schwert der Bären und meine Axt. Das Schwert der Bären als meine Axt. Das glaube ich erst, wenn ich das sehe. Wo ist denn meine 48 hat meine Detonator 33, Alter. Es sind daran ein bisschen besser. Danke. Ich war nicht sicher, diesen Hof lebend wieder verlassen zu können. Ich wünschte, ich könnte dasselbe über meinen Kameraden hier sagen. War sie Synchronsprecher aus Metro? Einige Mitglieder der Redoran-Wache nennen sie die Aschenbrut. Doch, ist aus Metro. Es kümmert mich nicht, wie sie heißen. Ich weiß nur, dass sie eine Gefahr für Ravenfels darstellen und aufgehalten werden müssen. Wie hat euch das in diesem alten Hof geführt? Ich wollte nach Hinweisen auf ihre Herkunft suchen. Mir ist klar, dass das nicht gerade der beste Ausgangspunkt ist, aber wir wissen, dass sie aus dieser Richtung kamen. Ich würde euch gerne helfen. Ja. Gut, ich kann jede erdenkliche Hilfe gebrauchen. Außerdem möchte ich weder Rabenfels im Stich lassen, noch weitere Redoran-Wachen verlieren. Sehr gut, wo fange ich an? Die Aschenbrut überfiel uns hinterrücks, als wir gerade den Hof durchsuchten. Seht euch um. Vielleicht findet ihr ja etwas Nützliches. Was genau ist diese Aschenbrut? Das weiß niemand genau. Die Abergläubischen halten sie für Manifestationen der Verstorbenen. Mhm. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ihre Angriffe auf das Bollwerk begannen vor ein paar Wochen. Meine Männer konnten sie zwar töten, aber sie kommen immer wieder. Also, wenn ich raten dürfte, dann würde ich sagen, das ist von Mirak. Aber gut, wie oft greifen sie an? Es gab an anderen Stellen zwei weitere Angriffe auf das Bollwerk. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich habe den Eindruck, dass sie organisierter vorgehen und nach Schwachstellen suchen. Ich vermute, dass es einen Grund für ihre Angriffe gibt. Ganz genau. Irgendjemand muss sie gegen uns aufhetzen. Ah, okay. Und wir müssen herausfinden, wer oder was dahinter steckt. Mirak, was? Weiß es nicht, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Kennt ihr jemanden namens Mirak? Vielleicht ja oder vielleicht nein. Ich kann mich nicht erinnern. Sagt mir einfach, ob ihr ihn kennt. Das kann ich nicht. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich glaube, er hatte vielleicht etwas mit einem Tempel zu tun. Einem Tempel hier auf der Insel. Hilft das? Da weiß ich schon. Warum glaubt ihr, dass die Angriffe vom Altius-Hof ausgehen? Das tue ich nicht. Ich weiß nur, dass die Aschenbrut aus dieser Richtung kommt. Also können wir genauso gut dort anfangen. Gut, dass der Hof schon lange verlassen ist. Ich würde nicht miterleben wollen, wie sie über einen unbewaffneten Bauern und seine Familie herfallen. Wie lange ist der Hof schon verlassen? Weiß ich nicht genau. Angeblich ist es ein alter kaiserlicher Hof, der beim Ausbruch des Roten Bergs zerstört wurde. Ich weiß nicht, wer dort früher gelebt hat.
Der Hof war schon bei meiner Ankunft in Rabenfels eine Ruine. Wie läuft es, seitdem die Mine wieder in Betrieb ist? Ich musste zwar mehr Wachen zum Schutz der Mine anheuern, aber das macht mir nichts aus. Der zweite Ratsherr Arano hat Angst, dass die Plünderer uns einen Besuch abstatten könnten, wenn sie von der wiedereröffneten Mine erfahren. Meinetwegen sollen sie es ruhig versuchen. Meine Männer sind bereit. Meldet euch bei mir, wenn ihr etwas Ungewöhnliches findet. Ach, du kommst nicht mit. Ach, du Arschloch, dann noch nicht. Was ist meine Aufgabe? Ich suche den Artiushof nach Hinweisen. Okay. Gut, Asche kann ich ja mitnehmen. Wie sehen diese Hinweise denn aus? Ah, okay, also nur hier in dem Bereich oder was? Die Kriegserklärung. Ah. Na, warte, bevor das geht, ist das erstmal selber durch. Wäre ich bescheuert. Festung Rabenfels. Meine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation eurer Streitkräfte und zur sofortigen Einstellung aller Feindseligkeiten wurde mehrere Male ignoriert. Entschuldigung, ich musste niesen. Wurden mehrere Male ignoriert. Daher bleibt mir keine andere Wahl, als anzunehmen, dass euer Anliegen auf Solstheim feindseliger Natur ist und die Festung Grabenfels daher als Feind des Kaiserreichs zu betrachten. Ich warne euch, jedem Versuch, Festung Frostmotte, auch nicht schlecht, anzugreifen, werde ich mit dem gleichen Maß an Aggression begegnen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, euch und eure Armee von, um angesichts Tamriel zu fegen. Dieser Brief soll das letzte sein, was ihr von mir hören werdet. General Falx Karius, Standkommandant Festung Frostmotte. Okay, die können auch Sachen bei sich tragen. Ist schön. Habt ihr etwas gefunden? Diese Notiz habe ich von einem Mitglied der Aschenbrut. Äußerst merkwürdig. Sie ist mit General Falx Karius unterschrieben, aber das kann unmöglich sein. Unmöglich? Wieso? Nun, Karius war der Kommandant der kaiserlichen Garnison von Festung Frostmotte. Aber er starb vor über 200 Jahren beim Ausbruch des Roten Berges. Er kann einfach nicht mehr am Leben sein. Was soll ich tun? Wenn General Karius noch am Leben ist, muss es irgendetwas geben, das ihn am Leben hält. Geh zur Festung Frostmotte und untersucht sie. Ich werde mich zurück nach Rabenfels begeben und die Männer auf weitere Angriffe vorbereiten. Okay, wo ist die Festung? Ach da. Dich, dieser General Karius scheint den Verstand verloren zu haben. Ja, alles gut, Kirchnern. Ist ja nicht das erste Mal, dass mich jemand umbringen will, ich meine. Das passiert mir so oft. Hier ist auch eine Asche. Mine. Achso. Ich würde ganz gerne hier mal nach oben. Da ist hier auch irgendwas. Aschenhüpfer. Aua. Alter, der ist. Wow. Die sehen aus wie aus Fallout. Naja, sind ja aus Fallout, aber. Also, so wie. Im Fallout gab es halt eben halt immer solche. What the fuck? Also im Fallout gibt's halt auch immer so, cool. Gibt es halt auch immer. Nee.
Okay, also mein Fallout gibt halt ausdrückliche Viecher, deswegen. Sie heißen da ein bisschen anders. Nicht irgendwie, Aschenkakerlaken, keine Ahnung, Aschenhüpfer. Also gibt's auch ein paar neue Gegner, das ist schön. Und da gab's ja auch. Dawnguard hatte auch neue Gegner. Aber das waren, glaube ich, eher, Gegner von, Komm her zu mir. Es waren eher Gegner wie jetzt hier. Die Weiterentwicklung von, wie sind die Dinger? Chaos, hier diese Chaosjäger. Ist das hier nicht mehr drin? Warum? Lol. Ah, hier willst du ja gar nicht mehr. Stimmt. Ich benutze jetzt Auriels Bogen. Alter, wie die laufen. Wie die laufen. Alter, wie die aussehen, Alter. Mal wie die aussehen, ja, die Scheiße aus. Pff, wo waren das jetzt? Aua! Die eklige. Das ist richtig eklig. Ekligen Kackgeräuschen. So, ich habe gerade die Chaos, habe ich gerade angefangen zu hassen. Die müssen doch immer so insektartige Mistviecher sein. Wieder nicht mal was normales, obwohl jetzt ist das ein Wüstengebiet, ne? Weil hier ist Morrowind eher so eine Art in der Wüste, aber. Das sieht halt so ein bisschen. Was ist das? Ja, was ist denn das? Hallo! Wie geht's? Obwohl ganz ehrlich, ich glaube, mir geht's gut. Was ist das? Alter, LOL! Als ob die. Alter. Also sie kommen einfach oder was? Der leckt mich doch. Komm einfach. Wie es denen jetzt gefällt oder wie? Und dann wird Avin schon da. Lol, das wäre richtig schnell. Ach, geht eigentlich, der wird ja die Wege, wenn hier voll weit. Das ist jetzt hier. Weiß ich, ein Fußmarsch von. Keine Ahnung, sehr viel zurücklegen muss, aber es geht ja dann nicht. Ja, völlig in Ordnung. Also die Fußmarsch. Der Fußmarsch ist ja völlig in Ordnung. Also ich meine, das ging ja schnell. Aber mit Dialog nur 15 Minuten gebraucht, das ging ja schnell. Ich habe nur gedacht, das dauert immer nur 3 Jahre, bis dann. Es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Überhaupt nichts. Kommt von hier.
wie man den Himmel berührt wie ein Drache. Wow! Oh Gott. Oh Gott. Nein! Aufpassen! Tarabura ist verrückt. Der war ein bisschen verrückt. LOL! Vor dem gerade mal gucken, was er will. Und da dachte ich so. Hey. Vielleicht können wir dem helfen. Aber jetzt nicht mehr. Sie sagten, dass es unmöglich sei. Sie, nicht ich. Ich wusste es, das Buch wusste es. Es weiß alles und ich weiß alles. Alles, was ich wissen muss, um zu fliegen. Sie lachten. Sie sagten, es sei unmöglich. Sie, nicht ich. Das Buch ist gefüllt mit Wissen. Das Buch füllt mich mit Wissen. Geheim hinterborgenem Wissen. Mein Wissen. Ich muss das Wissen verstecken. Tief in mir verstecken. Ich werde es essen. Ich werde das Buch essen. Seite für Seite. Langsam. Ich werde mit dem Wissen auf seinen Seiten werden. Auf seinen Seiten in mir. Das Wissen zu fliegen. Sie sagten, es sei möglich. Ha. Sagten die eigentlich, dass es unmöglich ist? Okay, aber woher kommen diese Aschenviecher jetzt von dem Typen da? Oder wie macht denn der das? Und da muss er eine halbe Armee von den Dingern haben. Und der die beschwören kann. Na gut. Dann verkaufe ich halt einfach alles. Ne? Wir spielen ja zum Glück so ein Charakter. Ein Charakter natürlich. Hier ist immer ein Gegner. Der wurde oben auf dem Ding dann gezeigt, aber wo? Au. Ja gut. Ich gönne die Käfer auch dazu oder nur die Aschen? Wow. Ja, wow. Warte ein bisschen jetzt gerade. Wie komme ich da jetzt hin? Na, warte. Ja. Mal kurz speichern, dass ich es reingeschafft habe. Immer guter. Festung Frostmotte wird niemals fallen. Lang lebe das Kaiserreich. Was zum Teufel? Oh, komm. Das ist echt unfair, ne? Ey, warte. Erstmal euren Scharfschützen da oben. Alter, die zieht jetzt schon geil, Alter. Das ist jetzt schon besser. Alter, die Dragon, ich meine, der Dragon Guard, Dawn Guard DLC war auch ganz geil. Das war eher so eine kleine Familiengeschichte, weil. Ja, gut, war schon interessant, aber das ist auf jeden Fall sau. Also jetzt ja schon 20 mal interessanter. Ein bisschen, ich finde auch ein bisschen gruseliger, also persönlich ein bisschen düsterer finde ich als jetzt kein Horrorspiel, aber ein bisschen gruseliger als der erste, als Skyrim und Dawn Guard. Festung Frostmodde. Hallo. Also alles aus Asche, da kannst du gar nichts mehr rausholen.